Leute, herzlich willkommen zu der Auslosung von den Teams. Ja, wir haben hier mal die Gruppen. Ja, hier haben wir die Gruppe A, B, C, D, E, F, G und H mit allen Ergebnissen. Die rot markierten haben wir für euch gespielt, also die habt ihr auch sehen können. Und die schwarzen haben wir halt auch gespielt, aber nicht für euch, also in keinem Video. Gut, wir machen jetzt hier mal die Gruppen aus. Also hier mal die Gruppen zusammen. Halt, wie die Gruppe halt ausschaut. Gruppe A, ja, hier ist Russland. Nein, Uruguay und Ägypten weiter. Und Russland und Saudi-Arabien leider draußen. So. Und jetzt kommt Gruppe B. Hier ist Portugal und Spanien draußen. Portugal 3 Punkte mehr, auf halt torgleich. Und leider Marokko und Iran draußen. Und ja. Marokko trotz 13 Tore draußen. Gut, kommen wir zur Gruppe C. Hier haben wir Frankreich und Australien, die weitergekommen sind. Und Dänemark mit Eriksen und ja, leider draußen. Und auch Peru draußen. Haben nur einmal unentschieden gespielt. Und ja, dann schaffen wir es eben halt nicht. Ja. So, hier habt ihr Gruppe D. Argentinien und Island ist hier weiter. Argentinien mit 9 Toren, Island hat mit 8 Toren und Argentinien mit einem Sieg mehr und leider Kroatien und Nigeria draußen. Gut, Gruppe E, Brasilien natürlich erster mit allen drei Matches, haben alle drei Matches gewonnen, gefolgt von Serbien, Schweiz und Costa Rica, das heißt Serbien sind auch weiter und Costa Rica und Schweiz nicht. So, hier habt ihr Gruppe F, Mexiko und Korea, so beide torgleich, Mexiko, aber hat Mexiko einen Sieg mehr und leider Deutschland, was sehr überraschend ist, und Schweden draußen. Ja, das haben wir auch schon gesagt, dass Deutschen leider draußen sind. Wie in der richtigen Weltmeisterschaft haben sie es nicht geschafft. Hier haben wir Gruppe G, hier haben wir Belgien und England, meine zwei Weltmeisterschaftsfavoriten, natürlich weiter mit 10 und 11 Toren und fast punktegleich. Panama und Tunesien, wie auch in der normalen Weltmeisterschaft, sind draußen. Also da waren wir ziemlich ähnlich. So, hier habt ihr Gruppe H und ich glaube auch die letzte. Hier ist Japan und Polen weiter. Japan kommt Meister mit 7 Punkten und Polen 6 Punkte und Japan 6 Tore und Polen 7, das umgekehrt. Und Senegal und Kolumbien leider draußen, obwohl Senegal in echt jetzt auch leider draußen ist, aber sie haben nicht gut gespielt. Mhm. So, jetzt kommt die dass die Achtelfinal-Auslosung eigentlich ja nicht, weil wir ja nach einem normalen Schema spielen. Gut, im Achtelfinale 1 trifft Frankreich auf Island und ich darf mit Frankreich spielen. Ich darf mit Island spielen. Mhm. Super. So. Das wird leicht. Und jetzt kommt das zweite Spiel von Achtelfinale. Und hier darf ich mit Uruguay spielen und Tobias mit Spanien. Ja. Das wird auch schwer. Es wird ein schweres Match auf jeden Fall. Ich glaube unentschieden. Achtelfinale 3 trifft Portugal. Portugal auf Ägypten. Und ja, ich habe Portugal. Das ist aber schon ausgelöst. Ja, was war. Und Tobias hat Ägypten. Ich glaube, größer. Ja, Portugal wird es auf jeden Fall schaffen. Ja. Gut, Achtelfinale 4 trifft Argentinien auf Australien, die zwei längsten Mannschaften. Du darfst mit Argentinien spielen und ich darf mit Australien spielen. Das wird ein sehr, sehr schweres Match für Australien. Ja. Achtelfinale 4. Hier trifft Brasilien auf Korea. Tobias hat mit Brasilien spielen, ich mit Korea. Aber ich muss auch sagen, ich mag Korea auf jeden Fall viel. Ja, mit ihrem echt schnellen Tempo. Mhm. Und ja. Auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft. Achtelfinale 6, ja. Trifft England auf Polen. Das wird ziemlich eindeutig wahrscheinlich. Ich habe die gleichen Form mit der Flagge und nur. Du darfst mit England spielen, nicht mit Polen. Ja, das wird auf jeden Fall England gewinnen. Ja. So. Achtelfinale ist Match 7. Mexiko und Serbien. Ich spiele mit Mexiko, mein Bruder Tobster, oder Tobias auch, spielt mit Serbien. Und ich glaube, das wird auch ausgeglichen, das Match. Ausgeglichen? Mhm, kann schon sein. Ja, und jetzt kommt noch Achtelfinale 8. Hier trifft Japan auf Belgien. Und du darfst. Fuck, du hast mich verdammt. Du darfst natürlich mit Japan spielen. Und ich mit Belgien. Okay.
Hier haben wir nochmal die Zusammenfassung. Im ersten trifft Frankreich auf Island, im zweiten Uruguay auf Spanien, Portugal auf Ägypten im dritten, Argentinien auf Australien im vierten. Ja, am fünften Brasilien gegen Korea, im sechsten England Polen, im siebten Mexiko Serbien und im achten Spanien auf Belgien. Japan. So, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Wir würden uns sehr freuen. Schreibt in die Kommentare, wer ihr glaubt, wer Weltmeister wird. Mein großer Favorit ist Portugal, seine ist halt so top. Belgien. Belgien, ja. So, und ist egal, lasst ein Abo und ein Like da. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.